Die Entwickler haben vorhin den Trailer zum insgesamt 17. Accessoire-Pack für Die Sims 4 veröffentlicht, welchen ich euch in diesem Video zusammenfassen möchte. Die Sims 4 schick mit Strick-Accessoires wartet mit neuem Gameplay wie dem Schaukelstuhl und dem Stricken von neuen Objekten und Klamotten auf eure Sims, welche jetzt ebenfalls über einen eigenen Shop im Spiel verkauft werden können. Der Trailer beginnt mit einer Sicht auf diesen Sim, der auf dem neuen Schaukelstuhl entspannt und strickt. Ich muss zugeben, dass mir diese Jeanshose durch das interessante Muster unfassbar gut gefällt, sonst sieht man hier aber noch keine neuen Objekte. Erst in der nächsten Szene werden viele neue Objekte sowie dieses extrem warme Männeroberteil gezeigt. Scheinbar können ebenfalls kleinere Wollknäule in der Wohnung der Sims herumliegen. Mit diesem Pack gibt es ebenfalls mehr von der Decke hängende Dekopflanzen. Warum genau befindet sich der Sim in dieser Szene eigentlich auf dem Dach? Endlich sehen wir ein paar der neuen Objekte ebenfalls nochmal in nah, welche mir allesamt recht gut gefallen. Besonders dieser Pflanzentopf und die neuen Spielzeuge für Kinder sind sehr knuffig, auch hat es der Charakter Yanni aus dem EA-Spiel Unravel in The Sims 4 geschafft. Alle Szenen im Trailer sind recht bunt und knallig gestaltet worden, was sich vermutlich auch so in der kompletten Farbpalette des Packs widerspiegeln wird. Diese Szenen zeigen ein paar der neuen Outfits im Spiel und auch die Kinder- und Kleinkinder-Animationen sind wirklich cool. Achtet hier auch auf das große Regal im Hintergrund. Dieser Sim hier spielt Luftgitarre an der neuen Metal-Radiostation, welche es unter anderem in diesem Pack geben wird. Wenn eure Sims mit der neuen Strickfähigkeit weit genug aufgestiegen sind, können diese ebenfalls den anderen Sims das Stricken beibringen. Eigentlich gefällt es mir wirklich gut, dass der Boden in dieser Szene so unordentlich ist, was für mich ein wenig mehr Realismus ins Spiel bringen würde. Ob das Ganze ebenfalls so im Pack passieren wird und hier nicht einfach nur mehrere Wollknäule im Baumodus auf den Boden platziert wurden? Aber auch in dieser Szene sieht man etwas Neues. Der Sim kauft und verkauft im Online-Shop namens Plopsy einige selbstgestrickte Objekte, die er selbst hergestellt hat. Auf mich wirkt es so, als ob die Entwickler noch ein paar mehr Objekte, als ursprünglich durch die Community-Abstimmung geplant waren, hinzugefügt haben, was natürlich insgesamt erfreulich ist. Die Sims 4 schick mit Strick-Accessoires wird am 28. Juli für PC, Mac und die Konsolen erscheinen und wie immer 10 € kosten. Übrigens, bei Instant Gaming findet ihr viele Packs für Die Sims 4 für teilweise 50% weniger. Schaut mal in der Beschreibung vorbei, wenn ihr mich unterstützen wollt. Werdet ihr euch das neue Accessoire-Pack ebenfalls zulegen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch diese Trailer-Analyse gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.